Hallo! Hallo Hamburg. Ich habe das noch nicht so drauf mit reinkommen und präsen und sprechen und sowas. Für mich ist das tatsächlich immer was Neues. Man mag es kaum glauben, auch wenn man schon so viele Jahre vor der Kamera sitzt. Aber wenn man dann auf einmal vor so vielen Leuten sitzt, ich glaube, sind das jetzt knapp 800 sind heute, dann ist das schon was anderes, als mit einer Optik zu labern. Also wundert euch nicht, wenn ich auf einmal eine nasse Hose bekomme oder große Schweißflecken unter den Achseln. Das bin dann halt ich, ohne schlimme Dinge weggeschnitten zu haben. Schön, dass ihr das hier, was ich machen, zeigen möchte, auch sehen wollt. Schön, dass ihr da seid. Heute möchte ich euch einen kleinen Einblick geben in das, was sonst so hinter der Kamera passiert, das, was ihr sonst nicht so mitbekommt. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Im Programm steht ja sogar noch, dass ich über das Nicht-Erzählen sprechen möchte, wie man durch das Nicht-Erzählen trotzdem etwas erzählen kann. Habe ich noch ein bisschen vor, das werde ich noch ein bisschen anreißen, aber die Aufmerksamkeit wird heute, glaube ich, aufgrund der Aktualität bei Kooperationen liegen. Ich möchte euch mal so ein bisschen es wird ein Hybrid, diejenigen, die für die anderen Sachen gekommen sind, sollen nicht enttäuscht sein. Es wird ein Hybrid sein. Ich möchte euch ein bisschen was zeigen, was vor allen Dingen das Nicht-Erzählen, obwohl man was erzählt hat, mit dem Thema Kooperation zu tun hat. Und ich möchte euch einen kleinen Einblick auch in Kooperation dadurch geben, ohne etwas zu erzählen, dass ihr wisst, darüber reden alle, aber spricht oder zeigt keiner wirklich was genau, was meistens im Hintergrund so abgeht. Ich zeige euch ein paar E-Mails, wie das so abgeht. Ich zeige euch, wie Abnahmen funktionieren. Ich zeige euch, was das mit Videos macht. Und wir haben dafür gerade mal 40 Minuten. Und ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Deswegen fangen wir auch direkt mal an. Für all diejenigen, die gerade frisch dazugekommen sind und die mich noch nicht kennen, bin jetzt fast 30 Jahre alt, bin auf Platz 98 auf YouTube und ich frage mich, warum man nicht einen der anderen 97 mitgenommen hat hier auf die Bühne. Aber scheinbar habe ich ja irgendwas zu erzählen, deswegen stehe ich hier. Es macht Spaß, ich mache jetzt YouTube aktiv, beziehungsweise Internetvideos aktiv seit fast 10 Jahren, was ganz schön bitter ist, aber es macht trotzdem Spaß. Und man hat so viele Dinge unterwegs gemacht, dass man auf so eine blöde Folie gar nicht raufbekommt, was man in der Zeit alles gemacht hat. Für einige, die mich mal gesehen haben, die wissen, ja, da sind Kurzfilme mit bei, da ist technischer Kram bei, da sind Musikgeschichten mit dabei, für alle, die mich nicht kennen. Stellt euch vor, ich habe eine Sandkiste auf YouTube, ich baue so ein paar Sandschlösschen und wenn mir eins nicht gefällt, reiße ich es ab und baue da ein neues. Meine Zuschauerschaft muss schon sehr, sehr viel Toleranz haben für das, was ich so tue. So, genau. Es ging tatsächlich ursprünglich hier in diesem Panel, um euch zu zeigen, wie man erzählt, obwohl man nichts erzählt, beziehungsweise wie man etwas erzählt, ohne etwas zu sagen. Aber aufgrund der Aktualität wird es um Kooperation gehen. Deswegen nochmal hier die Folie. Dieser Hybrid ist eine, wie ich von problematischen Kooperationen erzähle und ohne mir dabei Ärger einzufangen, Präsentation. Die Präse wird dann aus 4 Teilen bestehen, damit ihr schon mal wisst, was auf euch zukommt. Teil 1 haben wir durch, also geht's weiter mit Teil 2. Yeah! Was bedeutet abgerissen erzählen, ohne zu erzählen? Es gibt 2 Ausgangspunkte. Versetzt euch mal in die Geschichte oder versetzt euch in die Situation, ihr wollt Content erstellen. Sei es, weiß nicht, auf Social Media oder auf YouTube, auf Twitch. Was man zusammenfassen kann, was man weiß, mit dem normalen Menschenverstand, labern bringt nichts. Aber umgekehrt, sich alles aus einer Nase ziehen zu lassen, bringt auch nichts. Deswegen gibt es einen kleinen Crashkurs, was Erzählen überhaupt bedeutet. Erzählen ist grundsätzlich immer das Wiedergeben von einer Geschichte. Das heißt ja nicht umsonst eine Erzählung. Das heißt ja nicht umsonst Narrativ. Das heißt nicht umsonst telling a story. Und eine Erzählung ist nämlich auch eine Form der Darstellung. Eine Erzählung ist nicht nur ein geschriebener Text. Eine Erzählung ist ein Film. Eine Erzählung kann ein Podcast sein. Die simpelste Form einer Erzählung ist, ich erzähle dir, dass gerade etwas passiert ist. Geil, oder? Und dabei ist es tatsächlich egal, welcher Inhalt das ist. Theoretisch, wenn sie Bock hätte, würde sogar Bibi etwas erzählen können. Aber auch Kanäle über Essen, übers Bauen, über Garten, Pflanzen und so weiter, auch die erzählen etwas. Es ist wichtig, sich für diese Begriffe zu sensibilisieren, weil das geht oft im alltäglichen Umgangssprech verloren. Und erzählen bedeutet auch, etwas ganz bewusst wegzulassen. Das heißt nicht lügen, sondern das hat etwas mit Akzentuieren zu tun. Spannungen herstellen,
das findet sich oft bei Bewegtbild wieder, dass gewisse Dinge weggelassen werden, um Neugierde auch zu schaffen. Und deswegen sagt man, je weniger man weiß, desto mehr weiß man, beziehungsweise desto mehr will man wissen. Denkt da mal über so ein paar Filme drüber nach, die vielleicht diese Technik nutzen, wo ihr die ganze Zeit sitzt oder ihr sitzt im Kino, euer Freund nebenan labert, das habe ich jetzt nicht verstanden, wieso ist der denn da hingegangen, kannst du mir das mal erklären? Und ihr sitzt da nur, hey, halt jetzt mal die Fresse, und ihr wisst ganz genau, wo das eigentlich drauf hinauslaufen soll. Darum geht es, dieses Zurückhalten von Infos bei einer Erzählung. Toll, das ist das, was zum Denken anregt. So, das war der Crashkurs in Was bedeutet Erzählen. Für viele ist es vielleicht noch ein bisschen abstrakt. Für viele ist es zu viel Deutschunterricht. Deswegen versuchen wir das ein bisschen konkreter zu machen. Wenn man etwas erzählt, ohne etwas zu erzählen, beziehungsweise ohne etwas zu sagen oder ohne, um konkret etwas zu benennen, gibt es aktuell ein Beispiel auf Twitch. Wer von euch kennt Twitch? Hebt doch mal die Hände. Ich werde niemanden dran nehmen, keine Sorge. Okay, sind ja noch ein paar. Ist gut. Wer von euch nimmt diese Plattform als Gaming-Plattform wahr? Ja, okay. Und wer so eher so als Kreativplattform? Ah, okay, okay. Ja. Das wäre vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen. Momentan ist das Problem auf Twitch, dass immer mehr Promis Einzug finden in diese Plattform. Weiß ich, Snoop Dogg, Bushido, wer war da jetzt? Kanye West in Deutschland. Wer war da noch? Farid Bing Bam Bum. All die. Oh, sogar Lena Meyer-Landrut war jetzt auch neuerdings mit dabei. Ich darf sie gerade konkret benennen, weil ich habe hier einen Bildungsauftrag. Und dann klickt man sich so durch die Channels, im Real Life heißen ja diese Kategorie, wo alle einfach nur drauf loslabern können, mal mit mehr, mal mit weniger Klamotten. Und da wird dann meistens, wobei Twitch geht dagegen an, je mehr Boobs, desto weniger Sendezeit. Twitch, die Community auf Twitch unterhält sich darüber, warum das so ist, warum Promis aus dem Fernsehen, aus dem Filmbusiness, Musikbusiness nun auf Twitch wollen. Was soll das? Warum ist Twitch auch so dahinterher? Wird das nur als Promo genutzt und so weiter und so fort? Und da entstehen auf Twitch Community-eigene Podcasts, wo darüber gesprochen wird. Aber es fällt in der Regel nicht einmal ein Name. Es wird in der Regel nicht einmal gesagt, Bushido hat gemacht oder Lena Meyer-Landrut hat gemacht. Es wird immer in einem Kontext gesprochen, beziehungsweise in Form von Merkmalen oder über Zeitgeist, über politische Schwenks, über das, was auf Social Media gerade passiert ist, beziehungsweise auch über Klischees wird gesprochen. Und das ist das Interessante dabei. Warum? Kommt gleich noch. Und das Wichtige dabei ist nämlich auch, es wird nicht gewertet von denjenigen, die darüber sprechen. Und nicht zu werten ist schon fast eine Königsdisziplin in einer Diskussion. Weil mit jemandem auf den Finger zu zeigen und jemanden anzuprangern, ist das Einfachste und eigentlich das Dümmste, was man machen kann. So ist es nämlich auch auf YouTube. Ich habe es oft gemacht, ich habe auch direkt Personen benannt. Ich habe mit Erwachsenenspielzeug auf Dingen herumgehauen, die gewissen Personen zugehörig waren. Und es ist einfach, es ist witzig, aber es bringt nichts. Also habe ich ein paar Videos probiert, in denen ich über einen ganz großen Sachverhalt spreche, jetzt vor ein paar Tagen über Kooperationen, erwähne aber nicht einmal auch nur einen Namen, bis auf ein positives Beispiel, aber da hat es auch gepasst, weil ich gerade vor Ort war. Und das Tolle dabei war, es wird nicht mit dem Finger auf jemanden gezeigt und gesagt, okay, damit ist das Thema geklärt, sondern das Tolle dabei ist, Leute fangen an nachzudenken. Nicht nur die Zuschauer, sondern auch Partner auf der anderen Seite, um die es ja eigentlich gehen soll. Weil auf einmal fühlt sich jeder angesprochen. Auf einmal, wenn man nicht mit dem Finger auf jemanden zeigt, du bist schuld, können sich nicht alle aus der Verantwortung ziehen, sondern auf einmal fühlt sich jeder verantwortlich für das, was da in dem Video passiert ist, worüber da gesprochen wurde. Und so hat man mit einem in Anführungszeichen Abwasch alle mit einbezogen, obwohl man überhaupt nicht alle meinte. Das führt zu einer Selbstreflexion bei den Partnern, bei den Zuschauern und bla. Natürlich braucht es mehr Vorbereitung im Kopf. Ja? Ihr müsst euch den Text vielleicht ein bisschen genauer überlegen. Aber der Output, Leute nicht konkret anzuprangern, sondern immer über einen allgemeinen Kontext zu gehen, ist schwieriger, aber so viel besser und nachhaltiger für euch. Und die viel clevere Möglichkeit, auch neue Inhalte daraus zu stricken. So, und ich finde das wichtig.
Das war kurz zusammengefasst der zweite Teil zum Thema Erzählen. Wir gehen jetzt mit diesem Wissen jetzt weiter in Teil Nummer 3. Kooperation. Hat einer von euch schon mal eine Kooperation gemacht? Sei es auf Social Media, auf Twitch, auf YouTube. Hand hoch, ich nehme niemanden dran. Keine Sorge. Das heißt, noch keiner von euch ist eine Zusammenarbeit mit irgendjemandem eingegangen. Noch keiner hat auf Instagram mal ein Bild gepostet mit dem Hashtag Werbung. Einer. Noch keiner hat auf Twitch zufällig einen Gutschein von pizza.de bekommen und den an seine Community verlost. Es fällt mir sehr schwer, das zu glauben. Aber ich glaube noch an das Gute. Ihr seid noch jung und unschuldig. Was ist eine Kooperation? Das ist kein Multiplayer-Modus in Call of Duty. Eine Kooperation, ich lese es vor, ist das zweckgerichtete Zusammenwirken von Handlungen zweier oder mehrerer Lebewesen, Personen oder Systeme in Arbeitsteilung, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Eine Kooperation könnte theoretisch auch ein Referat in der Schule sein. Blöd nur, dass meistens ein Teil nichts macht und dann am Ende die Lorbeeren dafür erntet. Aber damit habt ihr sicherlich keine Erfahrung. Alle von euch machen das gut. Die Frage ist, warum macht man, warum geht man eine Kooperation? Es gibt viele Gründe. Warum geht man eine Kooperation ein? Es gibt viele Gründe. Zum einen, man kann damit Geld verdienen. Zum anderen, man kann Sachen bekommen. Ist das nicht toll? Man kriegt etwas geschenkt zum Zocken, eine Tastatur, ein Mikrofon, ein Spiel, ein Bildschirm. Oder aber auch, wenn man den oberen Teil weglässt, den kommerziellen Teil weglässt, schaut man in den unteren Teil. Man kann eine Kooperation auch eingehen, weil man von etwas schon lange überzeugt ist. Nicht Fanboy ist, das ist was anderes, weil man von etwas überzeugt ist. Oder aber auch, weil man, das ist die zweite Seite der Überzeugung, eine Idee verwirklichen möchte und somit seine Chance sieht. Also stellt euch das so ein bisschen als zweigeteiltes Ding vor. Wird nämlich gleich noch wichtig. Ach so, und auch wichtig, eine Kooperation bedeutet nicht nur, dass man ein Influencer ist, sondern eine Kooperation bedeutet, man ist Content Creator, man ist Schauspieler, Coachella Festival, alle sind da, alle sind mit dem Veranstalter einer Kooperation eingegangen, alle posten ein Foto mit dem großen Riesenrad im Hintergrund, beziehungsweise ein paar drogennehmenden Menschen, die daneben sitzen, fertig, Kooperation geglückt. Es können aber auch Supermärkte sein, es können Fleischereien sein, es können Bauernhöfe sein, es kann selbst eine private Person sein. Die Frage ist, wie kommt man an eine Kooperation? Und für alle, die sich zwischendurch fragen, warum die Texte so merkwürdig sind, weil ich kenne das von mir selbst auch, viele, die bleiben mit den Augen gerne an solchen Präsentationen kleben und damit sie auch irgendwas zu lesen haben, was nicht ganz so langweilig ist, sehen die Texte immer so aus. Wie kommt man an so eine Kooperation? Wie kommt es dazu, dass irgendjemand irgendeinen Scheiß in die Kamera hält? Es gibt zwei Möglichkeiten. Runtergebrochen sind zwei Möglichkeiten. Es gibt die Kaltakquise, man versucht selbst oder auch mit seinem Netzwerk zusammen irgendwo einfach anzuklopfen und zu fragen, ich habe Bock, ich habe Reichweite, ich würde gern das präsentieren, weil ich weiß, das mögen viele, deswegen kriege ich viel Reichweite und viel Geld dafür. Können wir das machen? Dann heißt es nur noch Daumen drücken und hoffen. Oder es ist ein No-Brainer, weil man so riesig und so relevant ist, dass es denn ein Selbstläufer ist. Wenn man das nicht ist, muss man sehr viel Vorleistung erbringen. Wenn man ein kleiner Fisch ist, wenn man, weiß ich nicht, auf YouTube 50 Abos hat, wenn man auf Twitch 50 Follower hat und vielleicht, wenn man live geht, 8 Zuschauer, dann müsst ihr mal jemanden überzeugen, dass ihr ein Projekt machen wollt. Kaltakquise mit viel Vorleistung habt ihr schon so viel gearbeitet wie manche Leute in einem Monat. Kommt ganz drauf an. Da kommt es auch drauf an, wie ihr nämlich drauf seid. Wer seid ihr in diesem Kreis? Was wird eure Vorleistung und euer Output sein? So, dann gibt es aber das sogenannte Angeschriebenwerden. Könnte man auch Warmakquise nennen, also umgekehrt. Und das ist wirklich mega lull. Ich zeige euch warum. Jetzt, ich glaube, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe da immer drüber geschimpft auf Twitter und sowas. Ne? Aber jetzt mache ich mal etwas, was ich auch neu, was neu ist. Ich zeige euch jetzt mal E-Mails. E-Mails aus Kooperationen, wie so etwas aussieht, wie sowas funktioniert. Also, wenn ihr das nächste Mal euer E-Mail-Postfach aufmacht,
bei YouTube, hier, ne, Google, Twitter, bla, und ihr findet E-Mails, die vielleicht genauso aussehen, dann nicht gleich in den Spam schmeißen, sondern erstmal, stimmt, das ist ja Daily Business bei den anderen. Vielleicht mache ich es ja doch. Ah, Müll. Ist dann eure Entscheidung. Aber ihr werdet jetzt sehen, was tatsächlich real life da draußen ist, und zwar seit Jahren. Es gibt zum Beispiel die Netten. Wir können mal so ein bisschen drin rumlesen. Wenn jemand einen anschreibt und etwas zusammen mit jemandem machen möchte, mit mir machen möchte, ist so, na moin Alex, ich habe deinen Vlog angeschaut und jetzt macht dein ADHS-Film auf so einer Veranstaltung echt Sinn. Mega cool, dass sie mit dabei sind, weil ich da auch an dem Stand war und so. Dann stellt sich die Frage, Dildos, Nutella, Vorliebe für Tech und so, haben wir alles da, aber worauf hättest du denn wirklich Bock? Was lernen wir daraus? Irgendjemand hat sich tatsächlich mal mit dem Content, den man so produziert, ein bisschen beschäftigt. Wobei, Nutella ist schon ein bisschen länger her, weil die schmecken mittlerweile echt scheiße. Dann gibt es aber auch Leute, die, wer nicht damit einverstanden ist, ist okay. Dann gibt es noch Leute, die scheinbar grundsätzlich sehr schnell anschreiben, sehr schnell versuchen, irgendwie an Leute zu kommen. Und da geht es dann schon los, dass direkt in der allerersten Zeile ein Tippfehler drin ist. Hallo Alex, was? Oder denkst, what the? Also wenn ich sowas lese, mag der Rest vielleicht okay sein, aber das Ding landet im Müll. Weil wer die fucking erste Zeile nicht mal richtig schreiben kann, raus. Dann gibt es aber noch die bunten. Die gibt es tatsächlich sehr oft und die kommen, wie ihr schon wahrscheinlich sehen könnt, aus Fernost. Die machen sich immer sehr viele Gedanken. Damit man diese fernöstlichen Namen auch aussprechen kann, heißen die zum Beispiel Roy. Und die müssen ganz genau hervorheben, dass sie für internationales Marketing zuständig sind und meinen YouTube-Kanal gesehen haben. Und dass alles, was die mir geben wollen, einfach, effizient und modisch ist. Und es muss auf jeden Fall, kann man das eigentlich machen? Schade, ich dachte, hier ist so ein Point. Nee. Und es muss hinterlegt werden, deutlich, damit jeder weiß, worum es hier geht. Man denkt sich, okay, toll, diese Farben kommen wahrscheinlich nicht von ungefähr. Das ist wahrscheinlich ein System, das die Namen, die Plattformen und aber auch die Einsatzzwecke jeweils den Empfänger anpasst automatisch und deswegen diese Farbkodierung in den E-Mails vorhanden ist. Also Bot-Scheiße. Dann gibt es aber noch auch eine ähnliche Geschichte, der eine für alle. Die eine für alle Anfrage. Seht ihr gleich im ersten Satz die unterschiedliche Formatierung der Anschrift bzw. der Anrede. Hier ist es noch dezent, hier ist es nur eine andere Farbe, teilweise ist es aber eine komplett andere Textformatierung, eine andere Schriftart, eine andere Schriftgröße und so weiter und so fort. Und da wisst ihr, die kopieren nur die Namen hin und her, schreiben dann irgendeinen Standardtext darunter, am besten noch, wie hier in dem Falle, mit Kohle, damit man auch fett gedruckt drauf kleben bleibt und ach geil, der Rest ist mir eigentlich scheißegal, aber dafür gibt es Kohle. Müll. Bringt nichts. Dann gibt es aber auch noch, stimmt, die eine für alle, wo gar nichts Persönliches drin ist, sondern einfach nur Moin Moin und Hallo, wir haben irgendwas gefunden über Google, willst du mitmachen? Nö. Und dann gibt es auch, mein Favorite, die Klappen. Hallo, could you please review our laptop? We can give you free. Best regards, auf einmal Marcus. Obwohl es auch eine fernöstliche Adresse ist im Ursprung. Hallo, I am from. Der Witz ist, solche Kooperationen oder solche Anfragen vor Kooperationen sind sogar echt. Ich habe sowas mal gemacht. Ich habe mal bei einer, es gab mal eine Firma, die hieß Chuwi, man weiß nicht, wie man die ausspricht, die machen auch Notebooks und sowas. Da habe ich mal geantwortet, weil das auch mit dem Kickstarter-Projekt zusammenhing. Und die haben zurückgeantwortet und die haben das Ding dann auch geschickt. War scheiße, so, ging wieder zurück. Aber diese E-Mails da, die sind echt. Hätte ich jetzt nicht geglaubt. Sieht für mich aus wie Spam. So. Wenn so eine Kooperation zustande gekommen ist, was passiert? Ich erzähl's euch. Bei einem normalen Influencer, Content Creator, Twitcher, Social Media Plattformer ist es so, der Kontakt wird hergestellt. Die Umsetzung passiert meistens so, wie es da steht. Und dann passiert ein Upload. Fertig. Geht schnell, effizient und ist am Ende ein super Werbevideo. Bei mir sieht es so aus. Behaltet euch diese Übersicht im Kopf. 1, 2, 3. Meine Kooperation. 1. Grobes Thema wird am Telefon besprochen, obwohl ich telefonieren hasse, aber irgendwie finden die das alle geil, vor allem mit so einem hässlichen Konferenztelefon. So ein Ding steht in der Mitte auf dem Tisch, ja? So eine Konferenz, so eine Telefonspinne heißt es, glaube ich, Mikrofon-Dingsbums.
Alle sitzen so 5 Meter entfernt und labern rein. 5 Meter Entfernung. Du sitzt so am Telefon. Kannst du das nochmal sagen? Und die schreien, weißt du, so richtig faul. Also wir können das so machen, in das Mikrofon, was da liegt. Und am Ende hat er eh keine Ahnung, wovon er redet. Egal. Das ist meistens so der Erstkontakt. Zweitkontakt. Es wird nochmal am Telefon besprochen, weil dann meistens alle auch da sind und nicht im Urlaub oder gerade krank oder der andere ist für das Projekt zuständig. Dann gibt es einen dritten Kontakt. Eine konkretere Skript-Ideenskizze wird geschickt. Dann gibt es einen vierten Kontakt. Es wird ein finales Briefing nochmal durchgegangen. Es gibt einen fünften Kontakt. Ich warte auf schriftliche Bestätigung aller Parteien. Es gibt einen sechsten Kontakt. Optional, aber ja, ist schon mittlerweile die Regel geworden, das Netzwerk muss immer unterrichtet werden. Und das wird am Anfang auch abgestimmt, wie so eine Briefing- bzw. regelmäßige Unterrichtungsstrategie aussieht. Dann kommt die Umsetzung. Wir sind schon bei Punkt 7. Nicht mehr nur 3, sondern 7. Die Umsetzung liegt dann komplett bei mir. Ich muss das Skript schreiben. Umsetzung 2. Drehen. Umsetzung 3. Material sichten. Erste Moodshots an den Kunden schicken, an den Kooperationspartner, um sicherzugehen. Ist das das? Ja, sind wir auf dem gleichen Nenner? Kooperation 4, der Schnitt für eine erste Abnahme. Umsetzung 4, Entschuldigung. Umsetzung 5, warten auf Abnahmen. Umsetzung 6, es gibt eine Korrekturschleife. 7, nachgereichte Änderungswünsche, noch eine Abnahme. 8, Umsetzen der letzten Änderungswünsche. Und dann Upload 1. Linkbereitstellung, das heißt immer als nicht gelistet hochladen, nicht geplant, sondern nicht gelistet, damit man einen Link schicken kann. Freischalten nach Genehmigung, endlich für euch, nach, weiß nicht, 3-4 Wochen. Dann im dritten Teil des Uploads, penibles Planen von crossmedialen Posting-Geschichten. Nummer 4, Computer aus und weinen. Das ist, also jetzt no joke, das war so eine Timeline wie eine Kooperation mit dem klassischen Kooperationspartner mit dem klassischen Kunden funktioniert. Jetzt auch nicht im Detail, aber als Überblick. Und da hier so oft das Thema Abnahmen und Änderungswünsche auch vorkam, möchte ich euch mal zeigen, wie das aussieht, wenn man so eine Kooperation eingeht, was mit dem Video im Nachgang passiert. Wenn man im Vorfeld auf einem Nenner war, wenn man im Vorfeld darüber gesprochen hat, so sieht ein Video aus, wenn man im Vorfeld darüber gesprochen hat, das bin ich und das sind meine Eigenarten, was im Nachgang passiert, wenn das Video beim Partner gesichtet bzw. abgenommen wurde. Da gibt es die netten bzw. legitimen Änderungen. Das ist sowas wie, ja, es fiel auf, dass bei Minute 5:32 das und das kritisiert wird. Ist es möglich, diesen Part rauszunehmen, da der Kunde ebenfalls Produkte der Marke vermarktet? Denkst du so, ja, okay, das habe ich nicht bedacht, stimmt, das wäre dumm, wenn man es machen würde. Aber es hat ja mit dem Video nichts zu tun. Das wäre theoretisch ein anderer Inhalt. Okay, kann man darüber reden, dass es rauskommt. Es würde nichts an der Storyline des Videos ändern. Also, so what? Und auch Hinweise, ist es möglich, dass du ebenfalls, wie vereinbart, die Werbehinweise einblendest, wo man sich denkt, ja, natürlich, sind aber in Abnahmen nicht drin. Das sind ja erstmal nur inhaltliche bzw. technische Abnahmen. Wird aber nochmal darauf hingewiesen, sich an gesetzliche Bestimmungen zu halten. Geil, hey, völlig in Ordnung, Dankeschön. Dann noch sowas wie, durch einen Sidekick kann man auch noch was verlosen? Naja, kann man drüber reden. Dann gibt es auch noch die netten, sorry für die späte Rückmeldung, hier sprechen wir, du sprichst bei Sekunde 50 davon, kannst du sowohl im Sprachtext als auch im Bild das und das entfernen, weil Hintergrund ist folgender, der und der besitzt die Markenrechte da und daran und dann denkt man sich, okay, wusste ich im Vorfeld nicht. Warum hat man das nicht gesagt? Egal, ist man nicht drauf gekommen. Das ist legitim. Darüber sollte man reden, damit es nicht vielleicht zu rechtlichen Konsequenzen kommen könnte, von denen man nichts weiß, wo so ein Unternehmen eben mit involviert ist. Das ist in Ordnung, so etwas zu ändern. Dann ist eine Kooperation eben auch auf gleicher Wellenlänge. Man versteht sich, man will eben auch im Nachgang keinen Ärger haben aufgrund solcher Sachen, rechtlichen Sachen. Völlig in Ordnung. Dann gibt es aber sowas. Das ist eigentlich mehr so Standard. A, ich werde immer Alexi genannt, was schon von einer gewissen Arroganz zeugt. Ich stehe nirgendwo als Alexi, nur der Kanalname ist Alexi Bexi, ja. Sonst heiße ich überall Alex. Und daraus ein Alexi zu machen ist so, why? Did you assume my gender? What's up? Dann kommt so ein Feedback, Minute 1:24. Hier haben wir die Passage bei der Brand, ich habe die Brand stark die Befürchtung, dass es zu negativ werden könnte. Das ist, also zieht euch mal so ein das ist zu negativ werden könnte. Also da versucht gerade die Agentur des Kunden
meine Community einzuschätzen und zu sagen, nee, wenn er das hochlädt, wird die Community meckern. Obwohl er mich im Vorfeld nicht mal richtig gegoogelt hat oder überhaupt weiß, was Sache ist. 240 klingt sehr stark nach statt nach. Es klingt sehr stark nach statt nach. Okay. Oder 249 bitte sagen. Also im Vergleich zu dem, was davor war, ja, ne, mit legitimen Vorschlägen, die Sinn machen, die logisch sind. Nein, das ist jetzt deine Vorgabe, daran hältst du dich bitte sonst. Fuck you! Geht aber auch so. Ist es für dich umsetzbar? 1,24, den Satz rausschneiden. Ist es möglich? 2,40, muss geändert werden. Er kann nicht den Namen der Marke falsch sagen, was ja nicht stimmt, weil das ist ja hier, es klingt sehr stark nach. Die sind wahrscheinlich taub. Oder sowas wie 2,59, hier müssen wir noch eine Lösung finden, da der Kunde uns bereits gestern bla bla bla. Hier müssen wir noch eine Lösung finden. Ich wollte gar nicht wissen, was die Lösung war. Oder sowas. Ich glaube, ja, am schönsten ist es, ja, Punkt 5, wie erwähnt, hier sollte es heißen. Hier sollte es heißen. Hier müsste noch eine Erwähnung von rein, da das ist. Da geht es um eine gewisse Exklusivität, die auch nicht abgesprochen wurde. Ich glaube, ihr wisst, worum es geht. Was das fürs Video bedeutet, ich glaube, das ist wesentlich interessanter jetzt mal zu sehen. Oben haben wir mal diese, von dem, was wir eben alles gesehen haben, auch von der Timeline der Vorbereitung und Umsetzung und des Uploads, oben haben wir mal als Beispiel eine ganz normale Kooperation beim klassischen Durchschnittsinfluencer. Der bekommt die Anfrage, macht das Video, lädt hoch. Die Änderungen, die es eventuell geben könnte, sind eher nichtig oder gar nicht vorhanden, weil man weiß, wie so etwas funktioniert oder so etwas tickt. Nehmen wir jetzt in Vergleich mal, aber jetzt auch auf dem, was wir eben schnell kennengelernt haben, eines meiner Videos. Ab Umsetzung ist die Gefahr, dass ein Video gar nicht mehr umgesetzt werden kann oder online gehen kann, sehr groß. Deswegen grün, orange, rot. Was heißt es im Detail? Ein durchschnittliches Video, 10 Minuten lang. Vielleicht 10 Minuten eins, damit man noch die Werbung mitnehmen kann. Oh, by the way, hat einer die Ansage von Bushido, hier die neue, die geht doch irgendwie 10 Minuten irgendwas. Hat die einer gesehen? Hand hoch? Ne? Ihr seid nicht so Bushido, ne? Finde ich cool. Nee, nicht Ansage, Abrechnung war das, glaube ich, ne? Derbe. 10 Minuten 1 oder 10 Minuten 4 oder so auf YouTube. Nice. Alles richtig gemacht und zweimal McDonalds-Werbung dazwischen gehabt. Geiler Song, Buschi. So, was das für ein Video bei mir bedeutet. 10 Minuten ist so ein Video auf YouTube. 10 Minuten hat man jetzt Zeit, etwas Geiles zu machen. 10 Minuten denkt man sich jetzt, fuck yeah. Mit die Kooperation mit diesem Laden macht richtig Bock. Also, kommt da alles rein, was geht. Witze, Witze, Witze. Also, so wie ich sowas sehe, so wie ich es euch transportieren würde. Aber eben auch, Witz ist stellvertretend für etwas negativ darstellen. Sagen, wie es ist. Jetzt kommt so ein Kunde und sagt, wir finden den Witz scheiße. Der Witz ist richtig schlecht, weil meinem Chef gefällt er nicht. Weil seine Tochter hat einen anderen Humor. Weil der Humor von Bibi, die sie immer guckt, ist viel, viel cooler als deiner. Der Witz muss raus. Würden wir das rausnehmen, läuft das Video Gefahr? Ein Video ist ja nicht einfach nur stückchenweise eine Pizza, wo man sich Stücke rausnimmt. Oder jedes Stück der Pizza schmeckt so gesehen gleich. Ein Video ist ja ein auf sich aufbauendes Konstrukt. Würde man jetzt einen Witz rausnehmen, einfach so, läuft das Video im Vorfeld Gefahr, dass dieser Teil nicht mehr funktioniert. Dass die Storyline im Vorfeld, die auf diesen Witz aufbaut, komplett raus muss. Das heißt, von einem 10-Minuten-Video, nur weil ein Kunde eine Scheißänderung hat, weil er den Witz kacke findet, unbegründet, sondern einfach nur, weil er ihn kacke findet, wird das Video plötzlich 2 Minuten kürzer, weil ein ganzes Stück rausgenommen werden muss, weil es sonst nicht funktioniert. Es kann sogar im blödesten Falle noch kürzer werden. Sowas zum Beispiel. Wenn der Kunde sagt, der Kooperationspartner sagt, ah, weißt du, ich hatte heute Morgen Durchfall und da ist mir dabei aufgefallen, als ich dein Video geguckt habe, weil es da schon seit einer Woche in meinem E-Mail-Postfach lag, da ist mir aufgefallen, nachdem ich 500 Mal auf Zurückspulen gedrückt habe, dass dieses Wort klingt irgendwie nicht so, das klingt nicht so, wie wir das sonst sagen. Nimm das mal raus. Dann sind zum Beispiel zwei wichtige Parts in einem Video, wo man darauf hinarbeitet, wo man euch zum Lachen bringen möchte, weg. Die Gefahr ist jetzt, dass dieses Video tatsächlich überhaupt nicht mehr funktioniert, sehr hoch. Das zeigt eben auch diese Timeline.
Ich hoffe, ihr versteht damit, wie so ein Video aufgebaut ist. Wie man, wenn man als Content Creator ein Video macht, seine Inhalte plant. Und somit, wenn Kooperationspartner meinen, sie müssten im Nachgang in so einem Ding drin rumrühren, bedeutet das für einen Inhalt, für ein Video genau das. Was lernen wir daraus? Ohne etwas verraten oder gesagt zu haben, wir lernen daraus, dass Kooperationen grundsätzlich in Ordnung sind. Man sollte nicht sagen, alles nur Werbeschlampen, ihr verdient euer Geld nur mit Scheiße. Nein, man verdient sein Geld mit so einer Kooperation, weil es mit YouTube-Werbung wirklich im Vergleich sehr wenig gibt. Und wenn man das ernst nehmen möchte, diese ganze Geschichte, ist man darauf auch angewiesen. Aber man sollte sich auch sicher sein, dass man das vom Herzen macht. Wichtig ist nämlich das Wie. Und diese Sensibilisierung für das hier, oder mit dem hier, habe ich euch gezeigt, damit ihr eben auch gerade, wir können es ja so sagen, ihr auch als nächste Generation für so einen Online-Quatsch, dass ihr jetzt schon wisst, was so etwas auf beiden Seiten bedeutet. Also bei euch, wenn ihr Inhalte kreiert, aber was es auch andersrum bedeutet bei den Leuten, was da so abgeht, wenn sie Inhalte bewerten oder ändern wollen. Sehr wichtig zu wissen. Auch wenn ich es jetzt nicht geschmückt habe mit Sexspielzeug, Schokolade oder irgendwelchen anderen ekligen Dingen, weil das ist die Realität, die dahinter steckt, hinter jedem Video. Und das darf man nicht vergessen. Wir sind durch mit diesen drei Themen, das heißt, es ist noch ein bisschen Zeit für Q&A. Danke. Wie geht denn das mit diesem Q&A eigentlich? Ach so, man schmeißt diesen Kissen, ne? Cool. Ein Applaus fürs Kissen! Ey, das ist ein coolerer Name. So. Also 5 Minuten haben wir noch, ne? 5 Minuten. So, wer von euch sweeten Boys und Ladies oder Transgender irgendwas hat Bock auf eine Frage? Soll ich es wirklich schmeißen? Ja, oder? Hast du? Hey! Hallo. Ich hatte... Magst du ein bisschen lauter? Ich bin taub. Ja, klar. Danke. Mir ist nicht ganz klar, was du mit anderen Kooperationen meinst. Meinst du damit bedingt andere YouTube-Kanäle? Was meinst du jetzt genau? Du vergleichst ja dein Prozedere... Meinst wie du das? Genau, wie bei dir eine Kooperation läuft und wie eine normale Kooperation läuft. Aber was meinst du mit der normalen Kooperation? Okay. Gemäß Papier. Also ich... Also es ist ja so, wenn man auch in Netzwerken drin ist, sei es früher, vor allem früher, heute ein bisschen weniger, aber vor allem früher, da hast du eigentlich immer mitbekommen, wer welche Anfragen bekommt. Und wenn du die Videos online gesehen hast, wusstest du ganz genau, wer mit wem was gemacht hat und wie. Und du konntest immer vergleichen, was kam per Mail bei denen an und was ist online gelandet. Und das ist die sogenannte normale Kooperation, wo es in einem Rutsch gemäß Vorstellung eines Kooperationspartners durchgeht. Da geht es nicht um selbstbestimmte Inhalte, sondern es geht im Endeffekt um Werbung. Okay, danke schön. Gerne. Ach so, muss zurück, ne? Schmeiß, komm. Hier kann sich keiner blamieren. Ja, okay. So, nein. Wer hat noch mal Bock auf eine Frage, bevor er jetzt endlich auf Klo darf? Da ist keiner, ne? Da hinten. Oh, da muss ich wie ein Mädchen schmeißen. Oh! Fast gut. Kannst du ihn hochbringen? Sorry. Hallo, erzähl. Oben, ja, da, genau. Ist schon aus? Ich glaube, es ist kaputt. Was? Du kannst uns auch schreien. Dankeschön fürs Mikrofon. Hallo? Hallo. Okay. Ich bin Alex. Wer bist du? Ja, ich bin der Daniel. Wer? Daniel. Ah, hi. Hi. Ich hatte jetzt noch mal eine Frage zu... Du hattest ja jetzt mehrere Kooperationen mit Medion. Ja. Wie sieht es denn da aus? Also, die kennen ja deine Videos, du kennst den, die wissen, wie die aufgebaut sind, dein Stil. Ja.
Sieht es dann genauso aus, also dass sie dann so viel raushaben möchten, dass sie so pingelig sind, oder bist du schon so cool mit denen und geht es da so leichter über die Hand? Man ist mit niemandem cool erstmal, vor allem nicht, wenn es neue Partner sind. Und in dem Fall, es war auch ein neuer. Man hatte aber im Vorfeld sehr viel Zeit, sich kennenzulernen, das war vielleicht der Vorteil, dass man wusste, wer man jeweils ist. Und das hat sehr viel im Nachgang einfacher gemacht. Man hatte nicht nur so ein stumpfes Konferenztisch kennenlernen, sondern es war sehr viel harmonischer. Und da gab es praktisch null Reibepunkte. Es gab einen, aber der wäre für den Inhalt eines Videos auch nicht relevant gewesen. Das war eher so eine, ist auch mal eine Geschmackssache, streitbare Geschmackssache, aber ich streite mich gerne über meinen Humor, ja. Es ist legitim, sich darüber auch aufzuregen, aber es war sonst flutschig, ja. Ja. Eine ganz kleine Frage noch. Ja. Wo denn? Ach so, da oben. Hier, wer? Mann, Kinders. Ist nicht so wie in der Schule, sich melden und dann sagen, ach so, ja, nee, wollte ich gerade auch sagen. Also ich habe noch mal eine Frage, du kennst doch bestimmt Montana Black. Klar. Und der trinkt ja... Also ich kenne ihn nicht, aber ich weiß, was ja, ist. Ja, genau. Und der trinkt ja in seinen Streams diesen Fesky Energy und da hat er ja auch eine Kooperation mit der Firma. Ja. Wie stehst du denn dazu, dass er halt auch mehrere Kooperationen hat? Das Ende war zu leise, sorry. Wie stehst du dazu, dass er ja, in seinen Streams sowas trinkt und dann sagt, dass er auch gut schmeckt? Und ach so, naja. Ja. Ja, das ist tatsächlich schwer. Dafür müsste ich jetzt genau wissen, wie er es macht. Aber es ist ja nicht verboten zu sagen, ich bin sponsored von und trinke das jetzt. Und vielleicht schmeckt es ja irgendwann jemand noch gut. Vielleicht fand er es im Vorfeld auch lecker und ist deswegen auf diejenigen zugegangen. Oder deswegen sind die auf ihn zugekommen und haben gesagt, okay, wenn du uns eh lecker findest, bezahlen wir dich auch dafür. Muss man tatsächlich im eigenen Falle gucken. Aber es ist erstmal nicht falsch. Auf das Wie kommt es an. Wir haben leider keine Zeit mehr für Fragen. Mach aber vielen Dank. Ich bin dann noch da. So, schön, danke für eure Zeit. Viel Spaß euch noch auf der TinderCon.